Die Hamburg Freezers treffen als bestes Heimteam der Liga auf das schlechteste Auswärtsteam mit der Düsseldorfer EG. Aber vor den Düsseldorfern sei gewarnt, denn das Team von Bobby Göpfert, obwohl sie die Mannschaft mit den meisten Gegentoren sind, haben die Freezers im Hinspiel mit 6:2 besiegt. Und für Thomas Oppenheimer ist es heute ein besonderes Spiel, sein 300. Einsatz in der DEL und das mit erst 23 Jahren. Natürlich hat er sich eine Menge vorgenommen, denn die Freezers zuletzt ja durchaus in einer guten Verfassung und wollen die natürlich auch mit einem Sieg untermauern. Hinein ins Spiel die Freezers in den dunkelblauen Trikots, gleich mit der ersten Chance im Powerplay der Düsseldorfer hier mit der Aktion für Murphy und Köppchen. Dann Powerplay auf Seiten der Freezers. Erobern die Scheibe, Düsseldorf zu weit vorgerückt und dann geht's schnell über Festerling, der das 1:0 erzielt. Toller Pass von David Wolf, der ja zuletzt gegen Iserlohn dreimal erfolgreich gewesen ist. Und hier bringt er sein Team mit diesem Pass in Führung. Also es läuft nach Maß für die Freezers. Wolf mit dem Auge und für Bobby Göpfert ist da natürlich wenig zu machen. Düsseldorf fast schon traditionell in dieser Saison, arg dezimiert, nur mit 16 Mann heute im Kader und das macht sich dann bemerkbar, denn die Freezers, sie kontern gut und sie kontern schnell und sie kontern mit Pech in diesem Fall. Rob Collins trifft hier nur den Pfosten, es wäre für die Freezers so schön gewesen. So geht man aber mit einem 1:0 in die Drittelpause und hat sich natürlich eine Menge für den zweiten Durchgang vorgenommen. Wir sind in der 22. Minute. Die Freezers im Angriff und Colin Murphy, der sagt sich, den mache ich rein. 2:0 für die Freezers. Eine Aktion, mit der die wenigsten in der Düsseldorfer Hintermannschaft gerechnet hatten. Dolak legt die Scheibe ab und Göpfer braucht erstmal einen tiefen Schluck aus der Flasche, denn mit diesem Schuss von Murphy hatte er so auf gar keinen Fall gerechnet. Die Freezers haben auch weiterhin gute Chancen, wie hier Collins, der da die gesamte Hintermannschaft austanzt und dann letztendlich an Göpfert scheitert, dann nochmal der Nachschussversuch, aber die Düsseldorfer brauchen dann die Auszeit. Es müssen neue taktische Konzepte durchgesprochen werden, aber zunächst kommen weiter die Hamburg Freezers über David Wolf, aber dann der schnelle Konter auf Seiten der Düsseldorfer EG über Kreuzer, der auf Martinsen und der mit dem 2:1 humorlos ins Tor der Freezers. Und schon ist man wieder dran und der mitgereiste Anhang in der mit 5000 Zuschauern eher spärlich besetzten O2 World in Hamburg, er darf jubeln. Düsseldorf lebt also weiter und Düsseldorf lässt sich nicht unterkriegen. Das, was diese Mannschaft eigentlich schon die ganze Saison über auszeichnet. Wir freuen uns auf ein spannendes Schlussdrittel und es beginnt mit einer Angriffsaktion über Martinsen. Wir haben eine 5 gegen 4 Situation für Hamburg auf dem Eis. Und die Hamburg Freezers im Angriff über Ben! Und der trifft nur die Latte. Bobby Göpfert zum zweiten Mal in diesem Spiel mit dem Aluminium im Bunde. Jamie Benn, der NHL-Crack, hier im Pech, im Abschluss. Die Freezers aber wollen jetzt die Entscheidung. Spielen die Scheibe tief. Dann der Puck für David Wolf. Hinterm Tor von Göpfert. Wolf immer noch mit der Scheibe. Und dann dieser Schuss. 3:1. Was für eine Granate von Christoph Schubert. Der 30-jährige Verteidiger schießt sein Team wieder auf 2 Tore weg. Und der Jubel, er kehrt in Minute 54 in die O2 World zurück. Klasse Schuss von Christoph Schubert, der DEL-Rookie des Jahres 2001. Erzielt hier das 3:1. Und der Stadionsprecher, er sagt gerade noch den aktuellen Spielstand durch. Da legen die Freezers schon wieder nach. Über Oppenheimer. Oppenheimer! 4:1! An seinem 300. DEL-Spieltag erzielt er die Entscheidung für die Freezers. Doppelschlag auf Seiten der Hanseaten, die somit hier den Sack zumachen. Ein tolles Tor von Thomas Oppenheimer. Kann da nicht mehr gestoppt werden und umkurvt dann Bobby Göpfert. Sorgt also für die Entscheidung für die Hamburg Freezers, die Düsseldorfer müssen trotz guter Leistung wieder mit leeren Händen nach Hause fahren.
It's frustrating, you know, es ist frustrierend. Wir sind heute nur mit 16 Mann angereist, da viele unserer Jungs krank sind. Die Grippewelle geht bei uns rum und wir haben trotzdem unser Bestes gegeben und alles in das Spiel geworfen. Jeder von uns hat eigentlich ganz passabel gespielt, aber sie sind einfach ein sehr gutes Team und haben uns dann in einer harten Partie besiegt. It was a tough game, but they deserved to win, so. Ja, nee, da hast du schon recht. Das Spiel war wirklich ein bisschen enger, wie wir alles erwartet haben. Wir haben versucht, schnell zu spielen, die Scheibe tief zu bringen. Und Düsseldorf, muss man ganz ehrlich sagen, haben sehr gut in der Defensive gestanden, haben sehr gut gemauert, haben auf unsere Fehler gewartet. Und wenn man sich das zweite Drittel anschaut, dann hatten wir hier schon mal ein, zwei Konter. Hatten wir etwas Glück, dass sie da die Dinge nicht reingemacht haben.